Hallo, meine Lieben. Mir geht es leider nicht so gut. Ich bin ziemlich erkältet. Meine Stimme ist auch nicht die beste. Ich habe zudem einen sehr starken Reizhusten, deswegen nur sehr kurz. Morgen werde ich endgültig mit diesem Drahtprotensionierer zum Elektriker gehen, mir neuen Draht besorgen, zumindest bestellen. Koste es, was es wolle. Ich will das Ding jetzt durchhaben. Zum anderen. Ich mach's mal so. Zum anderen, wie ihr sehen könnt, habe ich ziemlich geputzt. Das Gerät ist jetzt spiegelblank. Blanker geht's nicht mehr. Was ich dachte, dass es anfangs Blech wäre, hat sich als Messing herausgestellt. Ihr könnt auch etwas von innen leben sehen. Die Bilder seht ihr jetzt. So sah es auch vorher aus. Innen drin ist eine Elektrode. Diese Elektrode wird durch die Röhre angeregt, wodurch Wärmestrahlung entsteht, also durch Radiowellen, hochfrequentierte Radiowellen. Ich mache es jetzt mal per Hand. Wie gesagt, das habe ich schön geputzt. Es ist Messing. Der Lüfter ist an Ort und Stelle. Die Kabel habe ich auch schon eingeklemmt. Zum anderen sind auch die anderen Teile sehr gereinigt, wie ihr sehen könnt. Ich habe das Verdeck für die Relais draufgesetzt. Ja, und eigentlich das nur kurz zur Info. Die Reinigung ist erfolgt. Besser geht's nicht mehr. Das ist nicht etwa angeschmort, sondern das ist ein Schrumpfschlauchenalter. Die Widerstände sind poliert worden. Man bestaune, ich habe es sogar geschafft, die Originalbeschriftung wieder hinzubekommen. Hier seht ihr einfach mal den Transformator, damit ihr mal ein Bild dafür bekommt, wie groß er wirklich ist. Werde ich jetzt mal eine Kamerafahrt machen. Unter diesem Verdeck sind die Relais untergebracht. Hier kommt später die Sicherung rein. Hier die Starkstromsicherung. Dieses Kabel wird noch festgelötet, wie auch hier noch ein paar Kabel, die ich nachlöten werde. Wie das. Das ist nicht etwa verrostet, sondern das ist Kupfer, das ist angelaufen. Das werde ich einfach so belassen. Hier sind verschiedene Drahtspulen. Ja Leute, also ich werde mich heute verabschieden. Mir geht es nicht so gut. Ich werde jetzt das Video bearbeiten. Und noch einen schönen Gruß an meinen Freund, den ProRipper. Hi. Also Jungs und Mädels, macht es gut.
Geht morgen raus, das Wetter soll gut werden. Geht eine Runde Longboarden oder Skateboarden. Geht mit eurem Hund raus, spielt mit eurer Katze. Auf jeden Fall zockt nicht so viel. Also, tschüss.